So, ein paar Federn. Und wir rutschen da mal runter. In der Hoffnung, dass es hier was zu finden gibt. Und hier gibt es auch was. Da gibt es noch ein Nest. Und da gibt es was zu lesen. Und Munition, die wir nicht brauchen. Ja, dann lesen wir. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Okay, er erwähnt ihr Geheimnis. Was beschützen sie in diesen Bergen? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, da können wir auch nicht rein. Und das ist aber ziemlich fest zugemacht. Das kann ich aber nicht aufmachen. Das ist aber sehr, sehr schade. So, da haben wir noch Bergungsgut. Meine Güte, das ist ja das reinste Schlaraffenland hier. Können wir auch aufs Dach? Ja, komm. Das wird gehen, komm. Nee, okay. Dann halt nicht. Okay, da kommen wir her. Da wollen wir hin. Das sind so die grundlegenden Fragen des Lebens. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ich weiß gar nicht, was ich hier als erstes untersuchen soll. Hier ist so viel. Da drüben ist noch ein Jägerstand. Da drüben ist noch ein LKW. Das ist noch ein riesiges Haus. Bumm. So, okay, klettern wir mal einfach auf den Truck drauf. Weil wir Lara Croft sind und sowas machen. Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. Du meinst dieses Teil hier? Können wir das vielleicht... Nö. Oder ist das der... Okay. Gut, also ich weiß, dass... Also... Nee, da fehlen mir gerade die Worte. Welchen Sinn macht das? Ich schieße mit einem ganz normalen Pfeil in ein elektronisches Gerät. Warum geht das in Flammen auf und stirbt in einem riesigen Explosionsball? Das macht keinen Sinn. So, hier könnten wir übrigens super einen Horrorfilm drehen. Da schnallen wir jetzt die Lara drauf. Hier. Und dann rollt das hier durch. Und die Säge, die dreht sich natürlich. Und im allerletzten Moment wird sie gerettet von, keine Ahnung, Jonah. Indem er rumsteht und nichts tut. Und dann ist die Säge so gelangweilt von ihm, dass sie einschläft. Und dann ist Lara gerettet. Best Movie ever. So. Compound-Bogen. Sehr schön. Alter, das ist so ein Riesenbereich hier. Ich werde mich hier sowas von hoffnungslos verlaufen. So, können wir das hier irgendwie kaputt machen? Oder so? Scheinbar nicht so. Da könnten wir rutschen. Federn voll. Okay, da können wir nicht hoch. Optionales Herausforderungsgrab. Wo? Da. Okay, das schauen wir uns gleich an. Federn sind voll, ne? Genau. Was ist das hier? Können wir das nicht irgendwie lösen? Scheinbar nicht. Oh, Wölfe. Ah, deswegen ist die Musik hier so energetisch. Immer wenn sich die Wölfe nähern, rastet die Musik so ein bisschen aus. Verstehe ich. Macht absolut Sinn übrigens, dass wenn ich hier rumballer, dass die Wölfe angerannt kommen, um zu gucken, was los ist. Die werden nicht etwa erschreckt oder so? Nee, die kommen angerannt. Weil die sehr fasziniert von Handfeuerwaffen sind. Da sind sie.
Das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Und das war Nummer 3. Nein, das war nicht Nummer 3. Das war Nummer 3. So, mal kurz die Wolf-Population hier ausgelöscht. Da ist nichts mehr zu holen. Da drüben können wir noch klettern. Da gibt es noch Pfeile. Hier ist so viel Zeug. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, Mann. Ach ja, das ist Herausforderungsgrab. Wo haben sie das denn versteckt? Da vorne. Okay. Ich bin genau drauf. Lass mich raten, ich kann hier noch nicht rein, weil ich irgendeinen Ausrüstungsgegenstand dafür bräuchte. Oh, verdammt! Verdammt! Alter! Okay, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass da jetzt Wölfe drin sind. Okay. Okay, hier gibt's überall Pilze. Und blubberndes Wasser, das sehr vertrauenserweckend aussieht. Und rollende Köpfe. Sehr schön. Das ist ein Ort nach meinem Geschmack. Da will ich es mir sofort einrichten. Was haben wir denn da noch? Ein bisschen Erz, ein bisschen Karteninformationen. Wie man sieht, waren die Wölfe hier sehr gelehrt. Die haben sich eine eigene Karte gezeichnet. Neue Dokument- und Wandgemäldepositionen. Sind hier markiert worden. Das ist schon mal ganz gut. Aber eigentlich hatte ich gehofft, durch diese Höhle einen Eingang zu finden in das geheime Grab. Hinten vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Okay. Wo ist das blöde geheime Grab? Wir waren genau drauf gestanden. Deswegen habe ich gehofft, dass wir durch diese Höhle irgendwie in einen unterirdischen Bereich kommen. Und von da aus das geheime Grab machen können. Also über uns ist es garantiert nicht. Vielleicht gibt es in diesem Gebäude irgendwo einen Kellerzugang. Vielleicht können wir da irgendwie nach unten. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Den nahegelegenen... Also das hier ist ein sehr nahegelegener Eingang, aber leider nicht zu dem optionalen Grab. Und ich höre schon wieder die Wolfmusik. Wo sind hier Wölfe? Da vorne sind Wölfe. Und die haben offenbar hier noch eine Höhle. Hallo?
so groß, die Höhle. Kommen wir hier vielleicht zum optionalen Grab? Oh, 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 oh. Oh, oh. Alter. Was zum Geier? Okay, einer ist noch übrig, mindestens. Wir rotten hier echt die gesamte Wolfspopulation aus. Aber hey, damit bin ich cool, wenn sie mich dafür nicht auffressen. Okay, hier ist doch noch was zu holen, ja. So, wo ist der hingerannt? Ja, das Schöne ist, dass die Wölfe hier in diese Dornen reinrennen können. Und dann einfach irgendwo anders wieder rauskommen. Was mich natürlich ganz, ganz fröhlich macht. Aber es sieht auch so aus, als würde diese Höhle hier nicht zu dem versteckten Grab führen. Okay. Da geht's auch nicht hoch. Das versteckte Grab ist irgendwo da unten. Okay. So, hätten wir die Wölfe auch. Ich glaube, ich speichere mal zwischendurch. Einfach aus Paranoia. Definitiv russisch. Diese Markierungen deuten offenbar auf einen Ort in der Nähe. Aber ich verstehe es nicht genau. Okay. Das wäre der Hinweis auf das versteckte Grab gewesen, wie ich meine. Vielleicht müssen wir hier über den zugefrorenen Fluss. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen kleinen Höhleneingang oder sowas. Ich bin verwirrt. So, wir nehmen erstmal alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist. So, was haben wir da? Halbautomatische Pistole. Jetzt haben wir die ja schon fast voll. So, was haben wir hier? Fehlende Ausrüstung. Zum Schneiden von Seilen wird das Kampfmesser benötigt. Wieso kann ich nicht einfach eine Pfeilspitze nehmen? Weil das ja viel zu einfach wäre wahrscheinlich. Hm.
Wie kommen wir zu diesem blöden Grab? Zum Geier nochmal. Hä? Oh. Okay. Da hast du dein scheiß geheimes Grab. Diese Zeichen, sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht?